Was ist eigentlich mit Doreno? Das haben sich und mich viele gefragt. Und was eigentlich mit dem Doreno ist und ob wir unseren Traum von einer Sattelkürung ausgeträumt haben, das erfahrt ihr im Video. Erstmal ein kleiner Rückblick zum letzten Video. Ja, wir haben versucht, ihn gefühlvoll an den Sattel zu gewöhnen, was auch geklappt hat. Wir haben uns ein bisschen drüber gelegt, also ich. Das hat auch geklappt. Demnächst müssen wir wohl mal schauen, wie das in Bewegung aussieht. Wir haben gesagt, der Michael kommt dazu, um zu helfen. Ja, und was ist dann eigentlich passiert in der Zeit, in der letzten Zeit? Der Doreno war ja bis dato Hengst. Jetzt habe ich es schon ein bisschen verraten, okay. Ja, er war sehr hengstig und ist schon mit mir das ein oder andere Mal auf dem Rückweg zur Box, hier an seiner Box vorbeigaloppiert zu den Stuten, was nicht sehr angenehm war. Und dann muss man sagen, draußen in der Arbeit mit dem Sattel und beim Drüberlegen, wenn da ein Pferd in die Nähe kam, kam einfach durch seine Hengstigkeit deutlich zu viel Spannung auf. Und dann haben wir uns dazu entschieden, pro Pferd die Entscheidung zu treffen, ihn zu kastrieren. Und ja, damit ist dann auch unser Traum von der Sattelkürung geplatzt. Aber ja, da geht das Pferd und auch unsere Sicherheit definitiv vor. Ja, der Michael sollte dazu. Das war also über die Ernte ein bisschen schwierig. Erstens, weil er so ein bisschen wenig Zeit hatte. Da ist es mit, keine Ahnung, 50, 60 Hektar und 1,5 Personen und an die 50 Pferden dann doch ein bisschen viel. Ja, jedenfalls hatte der Michael nicht ausreichend Zeit, sich mit dem Doreno zu beschäftigen, sodass der Doreno quasi volles Vertrauen in ihn hat. Deshalb erstmal die Arbeit mit mir noch alleine. Ihr seht jetzt im Video nochmal Doreno an der Longe. Wir gewöhnen ihn weiterhin ans Equipment und wir wollen mal schauen, ob wir die ersten Schritte wirklich drüberlegend hinter uns bringen können. Also. Hallihallo alle zusammen. Eva guckt ein bisschen genervt, der Kameramann hat sich etwas verspätet. Die Eva wollte gerne die Arbeit und auch das Fertigmachen von Doreno heute aufnehmen, aber ich war viel zu spät dran. Und da wir aber das Mittagsschlaffenster von Mario ausnutzen müssen, also Mario, Marius nennt sich zurzeit selbst Mario, da der jetzt schnell schläft, hat die Eva schon angefangen. Und ich nehme ein bisschen auf. Und ja, Eva, was wolltest du denn eigentlich machen? Was ist denn Stand der Dinge mit Doreno? Ja, Stand der Dinge haben wir ja eben schon so ein bisschen die Grundsituation oder die Ausgangssituation erklärt. Jetzt an der Longe kennt er, wie man sieht, ja den Sattel. Die Bügel sind unten, er ist ausgebunden, er hat eine Trense an. Ja, und wir bereiten das Draufsitzen vor, ne? Ja. Michael hat... Entschuldigung, ich bin immer meckern, ich habe mir abgewöhnt, was zu sagen. Ich komme immer so, verschnall mal alle Sachen ordentlich, aber Eva macht das wohl extra, weil, ja. Was mache ich extra? Ja, die schnallen Bügel runter und die schnallen, also so quasi lehrbuchmäßiges Longieren. Genau. Also, warum machst du es so? Weil der Doreno Probleme hat mit allem, was so Berührung zu tun hat. Und das macht sich als Reitpferd da relativ schlecht. Und einfach, um ihn da weiter oder weitestgehend zu desensibilisieren, habe ich eben diese ganzen Bügel unten, die Bändel da flattern. Ja, das ist der Grund dafür. Und tief. Ich versuche, so viel wie möglich nur mit Stimme zu arbeiten an der Longe. Ich hatte letztes Mal gesehen, du hattest da noch einen Halfter über der Trense zum Longieren. Seit wann machst du den jetzt so? Also Longe am Gebiss fest? Das ist heute das erste Mal. Echt? Ja. Oh, super. Ja. Und tief ab. So, also es ist quasi, wir sind immer noch in der Phase, in der er sich quasi an seine
das ist ja schon zweimal quasi gesagt, ne? In der er sich quasi an sein Zubehör und sein Ausrüstungszeug gewöhnen soll, ne? Also genau. Falls nachher jemand meckert, ich kann so wenig auf dem Display hier erkennen. Also was machst du jetzt genau? Also ich laufe jetzt neben dem Sattel mit, einfach weil er meine Position ja beim Führen nur hier am Kopf kennt. Mhm. Und ich bin ja nachher als Reiter in dieser Position. Und wenn man jetzt also einfach sich draufsetzt und versuchen würde, den irgendwie in Bewegung zu bringen, ohne dass man ihm das vorher erklärt hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, würde das nicht gut ausgehen. Super. Hier ab. Komm, hier ab. Super. Ich bin jetzt gerade unterwegs mit dem Ole zu Michael. Der hat nämlich noch einen kleinen Einwand gehabt, nachdem er das fast fertige Video gesehen hat und möchte das noch ergänzen, bevor ich das fertig hochlade. Los geht's! Okay, bitte abstellen. Sorry, ich kann nichts sagen, ich muss arbeiten. So, also ich hatte das Video eben kurze Ausschnitte gesehen und ich muss, wenn ich das so sehen würde von jemandem Fremden, würde ich sagen, oh, Weicheier, jetzt setzt euch da drauf, der ist todbrav. Und was ich sagen will, habe ich dir zumindest so gesagt, man muss schon fast aufpassen, dass es nicht zu langweilig wirkt, weil der macht ja nichts. Ja, aber wer ihn kennt, wer ihn täglich in der Hand hat, der weiß, wie sehr er innerlich sich dann immer wieder aufregt. Ganz schnell gestern, als du gesagt hast, kannst du mal kurz festhalten. Eva war am Longieren, musste kurz raus, eine Telefonnummer holen. Dann habe ich ihn kurz an die Longe genommen. Oh, war der, als du raus bist, angespannt. Ne? Ich hatte es dir ja gesagt. Ne? Gar nicht mehr Schritt gehen, so angespannt war der. Bis du zurückkamst, alles gut. Ja. Was ich sagen will, für jetzt ein schönes Thumbnail zu bekommen oder für zu zeigen, wie sensibel eine Minute, eine halbe Minute. Einmal ein Gurt zugeknallt und schon springt der rum und so ist er halt. Aber nur um die Bilder zu haben, können wir nicht machen. Also dafür sage ich es einmal, wir wollen es einfach mal erwähnt haben, der ist nicht so brav, wie man jetzt vielleicht denken mag. Ne? Und wenn ich dann sehe, wie wohl der sich mit dir fühlt und wie entspannt der bei dir ist, das ist alles richtig so. Das ist ein Zeichen, doof gesagt, von pferdegerechter Ausbildung. Und wir produzieren jetzt nicht irgendwelche Bilder, nur damit wir sie haben, damit zwei Leute mehr schauen und das Pferd macht dann irgendwie wieder einen Schritt rückwärts. Das kann es ja nicht sein. Ne? Wollte ich nur gesagt haben. Ja, wie ihr seht, hat das schon hervorragend geklappt und meine nächsten Schritte sind jetzt, das wirklich über einen längeren Zeitraum zu machen, dass er sich kringelt und wirklich mit Reiter drauf liegend sich bewegt. Und dann wäre eigentlich der nächste Schritt, dass wir uns mal draufsetzen. Wir, also ich, Ihre Majestät. Und dazu habe ich
seine Box gewählt. Wir machen das nicht im Round Pen oder in der Halle. Ich habe euch ja gesagt, Michael konnte noch nicht dazukommen. Und deshalb wähle ich einen Raum, der einfach uns die nötige Sicherheit gibt, ihm Sicherheit gibt, seine Box, in der er sich wohlfühlt und mir die Sicherheit gibt, dass wenn er mal was macht und losschießt, es geht halt in der Box nicht. Ne? Klar ist das wiederum auch vielleicht gefährlich, wenn man da irgendwo dazwischen kommt, wenn er mal auskeilt oder so, ist in der Box definitiv weniger Platz. Aber ich habe mich für diese Variante entschieden und ob das klappt, seht ihr im Video. So, da ist auch nochmal parallel meine Stimme zugeschaltet. Hin und wieder noch ganz zuckig. Also ich habe mich dafür entschieden, euch ein bisschen im Video zu begleiten und zu erklären, was ich tue. Ich lasse ihn jetzt seitwärts treten auf die seitwärts treibende Hilfe von meiner Hand, vorbereitend auf den Schenkel später. Er lernt, dass er, wie man sieht, durch dieses Kringeln danach in eine für ihn entspannte Situation kommt. Er hat das schon ein bisschen verinnerlicht und hat auch schon den Kopf tief genommen. So seine Lieblingsstelle, da kraule ich ihn eigentlich immer wieder und gebe ihm dadurch zusätzlich eine positive Verstärkung. Da hat man es auch wieder gesehen, also er hat sich richtig entschieden, er hat den Kopf tief genommen und dann entlasse ich ihn auch positiv aus der Situation. Im letzten Longjump-Video hat man ja schon ein bisschen gesehen, dass er die ersten Schritte seitwärts gemacht hat. Diese lange Longe und dieses Gebaumel könnte man natürlich wegmachen. Speziell beim Doreno habe ich mich aber dazu entschieden, das einfach alles da hängen zu lassen, um ihn möglichst gut weiter zu desensibilisieren. Ich treibe ihn dann wirklich oder ich versuche ihn wirklich mit meinem Knie, das sieht man jetzt so ein bisschen schlecht, oder mit dem Fuß seitwärts zu treiben, dass ich das eben später vorbereiten kann, dass er das kennt, wenn man da drauf sitzt, dass man wirklich ihn mit dem inneren Schenkel loskringeln lässt. Ich versuche das gar nicht sonderlich zimperlich oder vorsichtig zu machen. Ich mache jetzt immer auch schon wieder den Fuß hinten drauf. Das habt ihr aber auch in den Videos vorher schon gesehen. Und da kommt es jetzt zu der Situation, da hatte ich erstmalig mein Bein ein bisschen hinten drum. Und da seht ihr, da kommt es schon zu so ein bisschen Spannung in ihm. Ne? Das sieht man jetzt, ist das so eine Übersprungshandlung, dass er da fressen will. Jetzt wird er so ein bisschen wilder sozusagen und ich achte darauf, dass er dann einfach weiter kringelt. Ich habe euch ja gesagt, er lernt das, dass er durch diese Kringel in eine für ihn entspannte Situation kommt. Das Bein drüber zu lassen wäre zu gefährlich gewesen. Und wie gesagt, es geht mir darum, ihm ein gutes Gefühl zu geben. Jetzt hat er sich entspannt und ist stehen geblieben, hat in meinen Augen richtig gehandelt oder so gehandelt, wie ich mir das wünsche. Und dann lasse ich ihn wieder aus der Situation raus, lobe ihn und verstärke positiv, was ich ihm sagen möchte, durch meine Streicheleinheiten. Das ist immer wieder fasse ich ihn überall an. Er hatte zu Anfang ja schon deutliche Probleme damit. Und dann mache ich mit meinem Programm weiter. Das ist auch wieder eine ganz schöne Situation. Er hat wieder den Kopf tief genommen, hat sich entspannt und ich mache mit meiner Arbeit weiter. Er hat gelernt, dass ich ihn, wenn ich ihn oben anfasse und am Widerriss drunter drücke, ihr seht, mein Bein ist noch so ein bisschen oben, dann entspannt er wieder. Jetzt wird es ihm vielleicht ein bisschen komisch, dann mache ich den Oberkörper nochmal runter und da macht er, zeigt er die richtige Reaktion auf den Druck am Widerriss. Und dann gehe ich wieder so ein bisschen aus der Situation raus, die er halt als unangenehm oder neu empfunden hat.
So, als es sich dann da entspannt hat, habe ich den Kopf wieder rumgenommen. Man sieht, das ist ihm nicht ganz geheuer, da würde er wieder ganz gerne weg wollen. Und da bin ich dann eigentlich ganz froh, dass ich die Lokalität Box gewählt habe, weil wie gesagt, da ist nicht so ganz viel Platz, dass er dann irgendwie panisch los könnte. Jetzt hat er abgekaut und dann mache ich einfach wieder weiter, weil er mir dadurch symbolisiert, dass er bereit ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dann wirklich positiv verstärken, immer wieder kraulen, loben, motivieren. Uns macht das auch Spaß, wenn einer sagt, boah, das hast du super gemacht, ne? Das hinten ist eines seiner Lieblingsstellen. Und da bereite ich auch immer schon wieder vor. Ich klopfe ihn auf der anderen Seite, dass er eben später nicht denkt, da ist ein Raubtier, was ihn umschlingt, sondern dass er das einfach schon so ein bisschen kennt. Ne? So, und dann lasse ich ihn immer wieder nur ganz kurz in der neuen Situation, gehe dann wieder raus, gehe wieder rein, verstärke ihn positiv und ist ganz witzig, jetzt frisst er tatsächlich so ein bisschen in Ruhe. Ja, sehr gefreut. Und dann wieder klopfen, streicheln auf der anderen Seite, dass man eben alles so gut wie möglich vorbereitet. Da wird nochmal ganz, ganz, ganz ausgiebig die gute Stelle gekrault. Und dann bringe ich ihn wieder in die neue Situation. Sehr schön, dass er da wieder einen Kopf tief genommen hat auf meine Bitte hin oder auf meine Hilfe hin. Und da macht er doch schon einen sehr entspannten Eindruck. Klar, er ist immer mit den Ohren so ein bisschen bei mir, das darf er auch, das soll er auch. Und dann bringe ich ihn wieder durch sein Kringeln. Da seht ihr den Druck so ein bisschen mit meinem Fuß, dass er seitwärts tritt, was er dann auch macht. Und dann schaue ich, dass ich ihn da wieder rauslasse, ne? Und dann auch in der Bewegung habe ich jetzt an der Seite geklopft, um den äußeren Schenkel vorzubereiten. Ja, und da seht ihr dann ein zufriedenes, entspanntes Pferd und einen glücklichen Reiter. Ja, diese Arbeit dauert, benötigt Zeit, um Vertrauen zu schaffen. Und das machen wir jetzt. In dem nächsten Video werdet ihr vielleicht schon mehr sehen, vielleicht aber auch nicht. Wir fahren noch in Urlaub und ich glaube, bevor ich ihn reite, möchten wir den Urlaub hinter uns gebracht haben. Vielleicht treffen wir auch noch zusätzlich andere Entscheidungen. Wir haben schon viel darüber gesprochen, ob wir ihn vielleicht weggeben, weil über den Winter können wir das Round Pen nicht wirklich benutzen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde im nächsten Video oder in den nächsten Tagen versuchen, unseren Dummy draufzusetzen. Wir haben einen Dummy und werde so ein bisschen mehr an Bodenarbeit und Arbeit an der Longe vorbereitend auf den Reiter in Bewegung eben praktizieren. Ja, bleibt spannend. Dann